Herzlich willkommen bei den Lokalrundfunktagen 2017. Ich bin Julia Hägele von der BLM und bei mir ist Birgit von Benzel. Sie ist Moderatorin, zum Beispiel für RTL Aktuell und NTV. Frau von Benzel, wie haben Sie Ihre journalistische Karriere begonnen? Ich bin tatsächlich ein echtes Nürnberger Kindl. Ich habe hier begonnen und zwar beim regionalen Radio, bei Radio Charivari. Und dann wollte ich unbedingt noch das Bild dazu. Das heißt, also ich wollte unbedingt zum Fernsehen und habe meine Anfänge dann bei Frankenfernsehen gestartet. Da durfte ich mich so richtig austoben. Ich hatte eine Kindersendung, ich hatte ein Reisemagazin. Ich durfte von Anfang an die Nachrichten moderieren. Und von da aus ging es zu RTL Franken Live und von da aus vor 20 Jahren zu RTL. Und da bin ich jetzt seit 20 Jahren. Das heißt, Sie kennen beide Seiten, die großen Player und die Lokalsender. Was macht für Sie heute noch den Reiz des Lokalen aus? Also ich kann sagen, die Franken sind ein kleines, stolzes Völkchen. Die sind stolz, dass sie Franken sind. Und daher hat Frankenfernsehen auch super funktioniert. Weil die Informationen, die die Zuschauer da bekommen haben, haben sie nirgendwo anders bekommen. Also auf keinen anderen Fernsehsender. Der BR ist doch da mehr so Richtung München orientiert. Und da gab es eben nur die fränkischen Nachrichten. Die gab es eben so nur da. Und das ist heute immer noch so. Sie kennen das Geschäft seit gut 20 Jahren. Aus Ihrer Sicht, wie hat sich die Branche verändert durch die Digitalisierung? Es hat sich unglaublich verändert. Also die technische Entwicklung ist so unfassbar. Also ich kann einfach nur ein paar Beispiele nennen zum Beispiel. Ich glaube, dass die Cutter langsam aussterben. Hier bei NTV müssen wir zum Beispiel schon selbst am Arbeitsplatz schneiden, an unserem Computer, so wie es dann nachher gesendet wird. Wir müssen es in den Sendeablauf direkt reinstellen selbst. Also wir als Redakteure oder als Moderatoren machen das Technische alles selbst. Und auch die Kameras, die waren, also mein Kameramann früher, der hatte so ein Ding, das war so schwer, hatte immer Rücken. Und jetzt unsere Zweitkamera ist so klein beim Dreh oder wir drehen mit GoPro. Im Sport dreht man natürlich auch oft mit GoPro und auch die große Kamera ist so handlich und klein geworden. Das sind ja nur einige Beispiele, aber die technischen Plattformen, das verändert sich derart. Wir müssen auch das Internet mittlerweile mitbeliefern, das gehört zu unserem normalen Business dazu. Wenn wir Fernsehen machen, wenn ich einen ganz normalen Tag habe im Sender, und jetzt kommen eben noch diese Apps dazu. Also die Entwicklung ist rasend schnell. Trotz dieser neuen technischen Entwicklungen glauben manche Menschen, dass Lokalsender ein bisschen Sender zweiter Klasse sind. Was denken Sie denn, wie könnte sich das Image der Lokalsender verbessern? Also zweiter Klasse empfinde ich so nicht, weil wenn ich hier bin und dann gucke ich immer gerne bei Frankenfernsehen rein, weil ich ganz andere Sachen geboten bekomme, wie wenn ich jetzt RTL oder NTV anmache. Natürlich im Studio, in der Dekoration könnte man vielleicht etwas machen oder natürlich sieht man da keine Bundesliga oder weil es einfach mit Geld zu tun hat, weil es Geld kostet. Aber da weiß ich ja, woanders ich das herbekomme. Also daher, ja, man könnte vielleicht ein bisschen was aufpeppen, ein bisschen moderner sein im Studio, aber ansonsten finde ich, machen die das alle ganz gut. Sie haben heute drei Fernsehpanels moderiert zu verschiedensten Themen, Smart TV, Vertrauen in die Medien, Sportberichterstattung. Was beschäftigt Sie persönlich denn am meisten? Was jetzt Fernsehen betrifft, ja einmal der Weg, wo geht's hin? Also man macht sich sicher seine Gedanken, wie lange gibt's Fernsehen noch? Ich bin der Überzeugung, dass es noch ganz, ganz lange Fernsehen gibt. Auch wenn ich sehe meine Nichten und Neffen, die gucken jetzt vielleicht nicht, die gucken wirklich über ihr Smartphone oder im Internet und rufen da kurze Filmchen ab. Aber ich glaube, die kommen auch in ein Alter, wo sie sich gerne mal aufs Sofa setzen und gemütlich sind und eben einfach gucken. Und es gucken immer noch so viele Millionen, dass das immer noch ein riesen Markt ist, auch wenn er sich immer mehr verteilt. Also ich glaube, Fernsehen wird es noch ganz lange geben, nur zusätzlich gibt es noch andere Informationsquellen und dafür suchen wir einfach alle vorne mit dabei zu sein und die auch mit zu bedienen. Birgit von Benzel, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Bei uns geht es morgen weiter mit den Livestreams von den Lokalrundfunktagen 2017.